Herzlich willkommen, lieber Zwilling, zu deinem September-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein September gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Zwilling im September, bitte. Loslassen alter Ängste. Alles fügt sich. Eine Entscheidung wird dir mitgeteilt. Ein Bescheid kommt ins Haus geflogen. Es ist ein positiver Bescheid. Die Entscheidung hat damit nichts zu tun. Energetisch gesehen stehst du dem Meer gegenüber, dem Meer, Wassersinnbild für Gefühle, warme Sonnenstrahlen scheinen auf dich herab, erhellen deine Sicht, erhellen und wärmen dich. Lieber Zwilling, du kommst zur Ruhe in deine Mitte. Adler. Als Vogel, als Symbol, als Bild, Adlerfedern, was auch immer das für dich bedeuten mag. Eine Kirche als Gebäude, ebenfalls ausschlaggebend. Verwelkte Blumen, die wieder zum Leben erwachen. Ein Mann, eine männliche Energie, ausschlaggebend. Ha, sie sagen, ein Zwilling, ein ganz bestimmter Zwilling, beschließt sich einen Holzofen in den Garten zu stellen, was nicht wieder alles durchkommt. Du, lieber Zwilling, hast bisher allen Stürmen getrotzt. Keiner hat es geschafft, Gott sei Dank, dass du dich vor diesem verbeugst. Du bist dir immer selbst treu geblieben, vor allem in schwierigen Zeiten. Nun kommt der Dank, das Universum überbringt dir ein Geschenk. Dieses Geschenk ist gut möglich animalischer Natur, Verständnis, Tierkommunikation, eine Trommel ausschlaggebend. Du kannst die Vorboten erahnen, sie kommen. Wow, wow, drei Themenkarten. Du kannst die Vorboten kommen sehen. Das Feinstoffliche in dir, es nimmt mit großem Tempo zu. Gut möglich durch die Tierkommunikation. Und du wirst von der geistigen Welt reich beschenkt. Etwas fügt sich. Eine Verbindung wird gestärkt. Heilung darf eintreten. Ein Diamantring ausschlaggebend. Kann auch eine diamantbesetzte Brosche sein, was auch immer, jedenfalls mit Diamanten. Dein drittes Auge, wie wir Menschen es so schön nennen, es nimmt die Sonnenstrahlen auf und dein Seelenbegleiter wird dir eine Planänderung vorschlagen. Interessante News für den September. Schauen wir uns deine Hauptenergie an.
Symbole, Zeichen, Kraftsymbole, Kraftzeichen, ausschlaggebend für dich. Ja, wow, der Genuss, der Genuss, alles fügt sich. Endlich bekommst du die Antworten. Von wem? Von gleichgesinnten Sternenwesen, wie du es bist. Du findest die, die vom gleichen Stern hierher gekommen sind. Ein Zwilling hat wohl im jetzt noch Sommer, vergangenen Sommer im Urlaub, eine Begegnung mit einer Qualle gehabt. Austern sind für dich ausschlaggebend und Seeigel, oder du fährst jetzt in den Urlaub. Du streckst deine Fühler ganz weit aus und das, was du dort erkennen kannst, du bist zutiefst dankbar. Im September kreierst du dir deine ganz eigene Welt, so wie sie dir gefällt, à la Pippi Langstrumpf. Das Gute ist, dass diese Welt, die du dir kreierst, oder du hast sie schon kreiert und bist jetzt dabei, sie wirklich zu leben, Bestand hat. Eine Vereinigung wird gestärkt, bestärkt, verstärkt. Missverständnisse werden aus dem Weg geräumt. Ja, du lebst es so, wie es dir gefällt. Lieber Zwilling, du hast dazu gelernt. Du lässt dir nicht mehr in die Karten schauen und du posaunst auch deine Vorhaben nicht mehr heraus. Das ist sehr gut, denn so kann dir auch keiner dreinschwatzen und du kannst es genau nach deinem Gusto vollführen. Du hast sehr viel Spaß an dem, was du tust. Voller Motivation, Elan und Leidenschaft bist du ganz bei der Sache. Vorsicht, arbeite nicht zu viel. Für diejenigen, die Schulden abzahlen müssen, macht euch keine Sorgen. Alles gut. Weißt du, was das Schöne ist, lieber Zwilling? Du siehst das Leben positiv. Du fokussierst nicht mehr auf das, was war, was dich so gedrückt hat, erdrückt hat. Vor dem, wo du dich dachtest, es ist stärker als du. Vor dem, wo du dachtest, es wird dich brechen. Vor allem dann, wenn es um eine Partnerschaft ging. Du hast gelernt, auf dich zu fokussieren. Du hast gelernt, dich nicht von der Liebe ablenken zu lassen. All das gelernte Wissen wendest du jetzt an im September. Das ist gut so, denn du wirst geprüft mit der Verbindung, die gestärkt werden möchte. Wie man so schön sagt, wer dich liebt, wird dir folgen. Wer dich liebt, kann warten. Auf dich warten. Du wirst Prioritäten setzen im September. Du wirst 100.000%ig zu dir selbst committen. Und alles fügt sich.
Bereits um den 3. September herum hast du so eine Erkenntnis erlangt, dass du nun für dich weißt, worauf es ankommt, wie du es willst, warum du es willst. Dein Seelenbegleiter, er wird dich dorthin führen, wo du hingehörst. Er wird dich zu den Menschen führen, die dich verstehen. Er wird dich zu den Menschen führen, die deinesgleichen sind. Im September wirst du 1 bis 4 neue Bekanntschaften machen. Du wirst diese Menschen sofort erkennen. Es ist, als wäre man seit Kindertagen an Freunde. Keine Kommunikationsschwierigkeiten, keine Sprachbarrieren, nichts. Es ist einfach das perfekte Feeling. Diese Menschen werden, ich möchte behaupten, vom Gefühl her, dass mir die geistige Welt vermittelt, ein Leben lang an deiner Seite bleiben. Es wird sich etwas ganz Wunderbares, ganz Spezielles daraus entwickeln. Und ein gemeinsames Projekt, aber erst in 5 Jahren, also es kann bis zu 5 Jahren dauern oder es dauert 5 Jahre, bis es verwirklicht wird, wo ihr eure Tools zusammenfügt und etwas kreiert, auf die Beine stellt. Freu dich drauf. Mit diesen Menschen, lieber Zwilling, sehe ich, dass ihr euch über das dritte Auge austauscht. Es ist, als wüsstet ihr schon, was euer Gesprächspartner als nächstes sagen möchte, denn ihr kommuniziert bereits telepathisch vom ersten Moment an, an dem ihr euch seht, kennenlernt. Wenn du mit diesen Menschen zusammen bist, ganz egal in welchem Mut du dich befindest, es ist immer wieder, als würde die Sonne aufgehen. Absolutes Verständnis, absoluter Genuss, es ist nach Hause kommen. Einen davon erkennst du, denn er hat ganz krasse Haare. Irgendein Hauptmerkmal sind die Haare. Und es ist ein kontinuierlicher Austausch, ein wie hier ein Geben und ein Nehmen, ohne dass man sich, wie auch manchmal bei Freunden, irgendeiner Hierarchie fügen muss. Es passt und fügt sich perfekt mit diesen neuen Menschen, die in dein Leben kommen. Absolutes Konfliktfrei. Keine Missverständnisse. Jeder ist gewillt, dem anderen Gutes zuzuführen bzw. unter die Arme zu greifen. Ihr fördert euch gegenseitig. Und dann wäre da nicht dieses Erdzeichen, das plötzlich auftaucht. Wir machen weiter im Extended, lieber Zwilling, gehen weiter ins Detail, schauen uns noch diverse Botschaften an und mit wem du noch weiter interagierst, was zu beachten ist. Ich warte im Extended auf dich. Bis gleich. Ciao.